denn? Ich dachte, der folgt dem Weg. Hey, da oben! Willst du nicht helfen? Nicht mein Job! Ich behalte das für nur im Auge. Ah. Der war knapp. Hits und ich bin tot. Krasser Scheiß. So, ich würde gleich hier absteigen. Den Schwimmer brauche ich noch. Lukascha, ich helfe der Nora. Ja, komm. Okay, Nora, lass sehen, was du drauf hast. Ganz schön nervig, weißt du das?
Show ist wohl vorbei. Also diese Viecher, die sind mal richtig, richtig anstrengend. Da waren die im alten Teil sehr viel entspannter dran, drauf. Aber ein bisschen Herausforderung muss ja sein. Sonst wäre es ja tatsächlich irgendwo langweilig, ne? So, wenn wir jetzt schon mal ein paar Fallen mitnehmen können, dann machen wir das doch gleich. Werde ich bald brauchen können. Das dürften jetzt alle gewesen sein. Schlimm, Lukascha. Ruhig. Alles wird gut. Sind alle okay? Gebeutelt, aber nicht geschlagen. Unser Orden sieht einen weiteren Morgen. Bist du dir da sicher? Wir sind Entbehrungen gewöhnt, Nora. Wir haben das halbe Sonnenreich durchquert, nur mit dem, was wir am Leib tragen. Und sobald unser Sonnenpriester zurückkehrt, liegt unser Weg vor uns. Darauf warten wir. Ihr solltet lieber woanders warten. Deine Leute brauchen Schutz. Östlich von hier ist eine... Kettenkratz. Ja, das wissen wir. Savoha sagt, sie sei nicht passend für uns. Wer? Unser Sonnenpriester. Unser Orden ist weit gekommen, dank seines leitenden Lichts. Okay, und wo ist dieser Savoha? Er stieg vor 3 Tagen hoch zum Turm, um zu meditieren, und wird dort bleiben, bis die Sonne ihm den Weg in die neue Heimat weist. Der gefallene Sturmvogel ist ein Omen, sagte er. Und natürlich ist das so. Verstehe. Und wie lange wollt ihr hier auf ihn warten? Bis er zurückkommt. Er wird zurückkommen. Er muss. Ihr seid Schatten, Kaja, nicht wahr? Wir sind der Orden des Zwielichts. Der Unterschied ist... Als der Thronräuber Awad seinen Vater tötete, flohen wir mit den Schattenkaja nach Sonnenfall. Das Leben dort war schwierig. Savoha sah unser Elend, richtete uns auf, beschützte uns vor den korrupten Priestern und herzlosen Falken. Als ihre Herrschaft endete, führte Savoha uns aus den Schattenlanden. Die lange Nacht endet. Und die sinkende Sonne führt uns zur Erlösung, sagte er. Und er taufte uns Orden des Zwielichts. Wir zogen nach Westen für ein besseres Leben. Konntet ihr nicht zurück nach Meridian? Awad ist ein Vatermörder. Wir werden nicht vor ihm niederknien. Wir wandern im Zwielicht in unsere neue Heimat. Savoha wird uns hinführen. Aha. Das glaube ich ja kaum. Da ist ein Osseram in Kettenkratz, Tolland. Er will den Sturmvogel da oben. Ja, er war gestern schon hier. Ein unangenehmer Kerl, selbst nach Osseram Maßstäben. Er hat viele Drohungen ausgestoßen. Doch wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Alles schön und gut, aber er hat Freunde. Früher oder später taucht die ganze Bande hier auf. Savoha wird kommen. Das tut er immer. Wir müssen ihm nur mehr Zeit lassen. Ihr habt keine Zeit, Lukascha. Ihr solltet zusammenpacken und... Wir werden hierbleiben. Und niemand darf seine Meditation unterbrechen. Tja, sie werden's versuchen. Bekloppte. Euer Priester, Savoha. Er ist also schon 3 Tage da oben? Seine Meditation braucht Zeit. Dann macht er das öfter? Tagelang meditieren? Naja, normalerweise dauert es nicht so lange. Aber er wird uns schon führen. Das tut er immer. Wir glauben daran. Aber eine Bleibe scheint mir dringender zu sein. Sekte. Deutlich Sekte. Fanatiker, alles Bekloppte.
sie euch doch an. Die Maschinen hätten euch fast ausgelöscht. Und Osseram-Schläger beobachten euch bereit zuzuschlagen. Ihr seid hier in Gefahr. Ihr müsst Savoha holen und verschwinden. Die Situation. So schlimm war es noch nie. Ich weiß, wir können nicht hierbleiben, aber ohne Savoha, der uns führt, ich bin... Lass mich da hoch. Ich überzeug ihn, dass ihr weiterziehen müsst. Aber seine Meditation, wenn er noch keine Vision hatte, wird er nicht mitkommen. Lass mich wenigstens nach ihm sehen. Wenn er schon 3 Tage dort ist. Ja. Ja, das ist vernünftig, nehme ich an. Bitte, pass auf. Der Weg, der zum Turm führt, ist brüchig. Savoha ist stark, aber der Aufstieg war sicher nicht leicht. Das ist er selten. Lass die Nora durch. Also dieser Spion, der war ganz schön auffällig, ne? Ich sollte wohl hochgehen. Okay, aber nicht da. Gummibären! Ah, nicht runterfallen. Okay. Ah, okay, das kann man auch kaputt schießen. Das war mir tatsächlich nicht bewusst. Aber gut, es gibt dann ja noch einen anderen Weg da hoch. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ah, okay, ich muss da hoch. Und das heißt, ich muss darüber. Na gut, also man kann auch anders hochlaufen. Lukascha hatte recht. Der Weg ist in schlechtem Zustand. Das kann ja witzig werden. Sieht frisch aus. Muss abgebrochen sein, als Savoha hier hochkam. Tatsächlich sehr scheiße, dieser Weg. Ich glaube, ich kann die Balken erreichen, wenn ich gegen die Klippe springe. Das war nix. Eine kräftige Farbe. Okay, klettere ich jetzt höher. Okay, ich hab's mit eingesammelt.
Die Leiter muss hinter Saruha gebrochen sein. Ich muss anders da hochkommen. So, nochmal als Dokumentation. Das Teil findet ihr hier. Ah, okay. Ich hätte mir auch einen schnelleren Weg nehmen können. Na, egal. Eine zerstörte Brücke. Vielleicht kann ich zur anderen Seite springen. Hole ich mir aber auch erst das lustige Plänzchen hier unten. Savoas? Das ist schlecht. Muss sich beim Überqueren der Brücke ziemlich schwer verletzt haben. Das sieht nicht gut aus. Er hat eine Spur hinterlassen. Ich kann ihr mit dem Fokus folgen. Ich muss halt die richtige Tasche drücken. Das ist der Sturmvogel. Ich komme näher. Natürlich sind da unten auch wieder Maschinen, ne? Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Maschinen. Saruha muss sie vorbeigeschlichen haben. Ich kann mich vorbeischleichen. Oder sie erledigen. Ja, erledigen würde ich die jetzt nicht. Das sind doch schon relativ viele. Ich habe im Blutstecken schon mal gelernt, Maschinen zu überwachen. Ob es hier draußen so weit ist. Gibt es mit Sicherheit Brutstätten, vor allen Dingen, wenn sie das noch erzählt. Ich möchte jetzt ungern Aufmerksamkeit erregen, dass der mich jetzt hier blöd von der Seite anmacht. Komm, hau ab! Das ist nur eine Statue. Okay, und vermutlich ist das dann mein Weg nach unten. Schade, ich dachte, hier ist irgendwo eine Brutstätte. Ja gut, wäre vermutlich auch zu offensichtlich gewesen. Okay,
Ich glaube, ich bin sicher. Das Zavohar. Ah, und ein Lagerfeuer. Wahre Sonne über mir. Die wahre Sonne vor mir. Zeigt mir zur Abendzeit den Weg. Die wahre Sonne über mir. Du musst Zavohar sein. Die wahre Sonne vor mir. Zeigt mir zur Abendzeit den Weg. Ganz viel davon reinkippen. Noch Nein. mehr. Ganze Flasche. Das Gefäß muss für die Vision völlig leer sein. Du brauchst keine Vision. Du brauchst medizinische Versorgung. Auf dem Weg hierauf habe ich gesehen, wie brüchig er ist. Hast du dich beim Aufstieg verletzt? Mein Schmerz. Er gehört zum Ritual. Du bist schwer verletzt. Und deinen Leuten läuft die Zeit davon. Den Sturmvogel anzustarren bringt überhaupt nichts. Du begreifst das Omen nicht. Er fiel hier beim Signalturm. Ich muss nur den düsteren Pfad sehen. Und meine Leute finden ihre Heimat. Der Typ ist so total durch. Hör zu. Lukasha tut da unten ihr Bestes, aber Maschinenangriffe, wütende Osaram. Der Orden hat Angst, Savoir. Der letzte Glanz der Abendzeit wird die Angst auflösen. Ich glaube nicht. Was glaubst du, was hier passieren wird? Dass die Sonne dir etwas zeigt, wenn du lange genug hier sitzt? Den Weg zur neuen Heimat. Die gefallene Maschine bedeutet, dass der Sturm vorüber ist. Und Erlösung naht. Oder dass ein Osaram sie über einem alten Turm abgeschossen hat. Ich glaube, deine Lunge ist verletzt. Gebete heilen das nicht. Die Sonne gibt mir Kraft. Und ich bin fest im Glauben. Der Blutverlust sollte dir mehr Sorgen machen. Deine Leute machen sich Sorgen um dich. Sie brauchen eine Bleibe. Sicherheit. Die wahre Sonne über mir. Die wahre Sonne vor mir. Zeig mir zur Abendzeit. Ich glaube, du starrst die ganze Zeit deiner Erlösung ins Gesicht. Die wahre Sonne über mir. Ich muss zu diesem Sturmvogel und sein Herz holen. Ein Sturmvogelherz ist viel wert. So viel, dass alle Flüchtlinge satt werden könnten. Und seine Antwort ist ein Sonnenstich und Gebete? Warum denkt jeder Priester, den ich treffe, dass blinder Glaube die Antwort auf alles ist? Weil Priester nun mal so sind, Aloy. Die sind so. Na, nicht so weit. Ich will da runter. Das wäre eine interessante Farbe für meine Rüstung. Komm, Aloy, du musst hoch. So, Konzentration braucht man dafür, wenn man noch klettert.
Unten ist noch eine Kiste. Hey Digga, ich bin drüben. Wie schaut's aus? Okay. Schaut schlecht aus für ihn zumindest. Ach komm, da ist noch so ein Ding. Das Pigment wäre gut für eine Rüstung. So. Wieder oben. Und jetzt gucken wir uns mal den lustigen Vogel da an. Der Osseram, der die Flüchtlinge beobachtet hat, will vermutlich Tolland holen. Ich muss sie hier wegbringen, bevor er zurückkommt. Da. Mit dem Herz sollte der Orden eine Unterkunft bezahlen können. Etwas Essen und frische Kleidung würde auch nicht schaden. Der rostet. Der liegt da schon eine Weile, habe ich das Gefühl. Oh, 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 was ist das denn? Linse des Nachmittags. Sieht wie eine Linse aus. Die behalte ich erstmal. Ganz zum Glück habe ich nochmal geguckt, was es hier noch so Schönes gibt. Zurück. Er ist weg? Nee, der ist noch da. Ja, vermutlich ist er jetzt draufgegangen, ne? Saboha? Ja, der ist hier. Ich schätze, du hast dein Bestes getan. Ruhe und Frieden. Ich bringe deine Leute in Sicherheit. Ich sollte Lukascha informieren. Und ihr das Sturmvogelherz geben. Das würde mich aber trotzdem mal interessieren. Wenn ich die richtige Brennstätte finde, erfahre ich, wie man diese Maschine überbringt. Das Problem ist, ich sehe hier tatsächlich keine Möglichkeit, wo das sein sollte. Ich glaube, ich muss da erstmal weg.